Jo Leute, was geht ab? Ich bin John und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LSPDFA. Wir spielen heute mal wieder als CHP Officer und zwar als Motorradpolizist. Und wir sind ja mal am Los Santos Highway, mal direkt hier in Los Santos, wie schon gesagt hat. Auf jeden Fall, wir werden heute mal in diesem Bereich hier mal patrouillieren. Also nur diesen Highway hier in Los Santos, der einmal hier so herumgeht. Hier oben entlang und ja, Mainpunkt wird dann hier so sein, hier vorne, dass wir dann immer wieder hier so rum patrouillieren und Leute halt dann anhalten und kontrollieren. Auf jeden Fall, ich hoffe, das wird recht cool sein und ich setze mich mal hier auf meinem BMW-Bike, mach das hier mal aus, vom Motor, so, beides gerne mal an, LAPR und Speed Radar Light, so, dann hoffen wir mal. Das funktioniert so, MPH ist auf 60 und dann hoffe ich einfach mal, dass das hier funktioniert. Ah, da haben wir schon einen, keine Registrierung. Achtung, CHP. Bitte rechts ranfahren. Noch immer eine ganz kleine Durchsage. Traffic Stop. So, guten Tag, ich bin Officer John Vogt. So, wie geht's Ihnen heute so? Fuck off, you don't give a flying fuck about me. Okay. So, wissen Sie denn, warum ich Sie denn angehalten habe? Okay. Hier ist meine License, Registration und Insurance. Alter. I can find it. Okay, dann geben Sie die alle mal her hier, alle Dokumente. Okay, da will keine Registrierung und keine Versicherung gerade sein. Ja Leute, ihr könnt wieder abhauen. Tut mir leid. Der Dispatcher hat mich gerade nicht verstanden wegen meinem schlechten Englisch. Naja, also eigentlich ist mein Englisch ja gut, aber ich bin halt einfach nur ein bisschen lost. Okay, also das ist anscheinend wieder so ein Fahrzeug, das wir schon mal hatten. Okay, komm mal her, Kollege. Steig aus. So, für Ihre Sicherheit und meine Sicherheit werde ich Sie erstmal untersuchen. So, Hände nach oben, keine verdächtigen Bewegungen machen. Einfach mal betatschen lassen. Oh, Sie haben da was in der Hose. Okay. So, was haben wir denn da? Ja, ein Plastikcontainer. Naja, ist ja nicht so schlimm. Okay. Was machen Sie denn gerade so? Also, wo wollen Sie denn so hin? Okay, er braucht das nicht zu beantworten. Woher kommen Sie denn? Okay, von einem Freund kommt er. Haben Sie irgendetwas getrunken oder so? Okay, er trinkt also keinen Alkohol, irgendwelche Drogen genommen oder so. Okay, er ist seit einem Jahr also clean von Drogen. Okay, wo wollen Sie denn hinfahren so? Okay, Grocery Store. Okay, was mit Covid-19? Haben Sie da irgendetwas? Okay, er hat wohl Covid-19, da nehmen wir mal etwas Abstand. Naja, geht schon. DUI? Nein, das ist Quatsch. Search. Okay. Darf ich denn Ihr Fahrzeug eben mal? No, you may not. Okay, also ich darf sein Fahrzeug nicht kontrollieren, also eben mal durchsuchen. Ich werde es aber trotzdem machen, denn ich bin ein ignoranter Cop. So. Wenn er mich jetzt abknallt, dann bin ich selbst schuld. So, was haben wir hier? A bottle of morphine. Okay. Morphine? Ist das in Amerika erlaubt? Ich weiß gar nicht. Dispatch, Sam Eco to Backup. Ich bin gerade wieder so ein bisschen nervös bei der Aufnahme, ich weiß irgendwie nicht. Assistance needed on a Del Perro Freeway. Oh, okay. Ich werde einmal einen Drogentest mit jemandem machen. Einmal bitte kräftig reinpusten oder wie läuft das eigentlich? Ich weiß das überhaupt nicht. Naja, das wird er schon selbst machen. Also was haben wir denn da? Okay, er ist negativ. Er hat also nicht gelogen und eigentlich müsste ich den ja gerade verhaften.
weil wir wissen, also sie sind erstmal vorläufig festgenommen, weil wir wissen überhaupt nicht, wem das Fahrzeug gehört, weil der fährt ja einfach so herum mit dem Fahrzeug und hat gar nichts so registriert. Ah ne, ups, jetzt durchsuche ich die noch einmal, ey. Wieder so eine Chaosfolge. Ja, das wollte ich gar nicht. Alter, Kollegen. Och, Junge. Okay, okay, warum haben sie mich eigentlich angelogen, dass sie irgendwelche Dokumente mit dabei haben? Okay, er will also seinen Anwalt haben, sonst sagt er überhaupt nichts. Okay, ich würde auf jeden Fall mal sagen, wir holen ihn meinen Transporter und lassen das Ding immer abschleppen. Das kann die Zentrale da mal machen mit dem. Und das alles hier mal klären. Bro, ich weiß echt nicht, was heute mit meiner Folge wieder so kaputt ist. Code 4 Dispatch. So, das dürfte dann auch ausreichen. Die Person hinter mir. Lass ich mal. Ah, okay. Achtung! CHP, bitte einmal rechts ranfahren. Achtung. Slowdown Traffic. Ja, Achtung, aufpassen. Ja, okay, ist auch nicht gerade so ein geiler Spot hier zu sein. Dispatch, show me on a traffic stop at Supply Street. Okay, guten Tag, ich bin... Okay. Ich bin Officer John Vogt. Ich habe Sie... Wissen Sie, warum ich Sie heute angehalten habe? Ja, also er weiß schon, dass er ein bisschen schnell gefahren ist. So 15 bis 20 km/h. Ja, okay. I clocked you over... Also, okay, also ich habe Sie gemessen, halt, dass Sie so 10 bis 15 km/h zu schnell gefahren sind. Aber ich finde es auch sehr, sehr gut, dass Sie selber schon gesehen haben, dass Sie zu schnell gefahren sind. Also, da ist Ihnen ja Ihre Tat auch schon mal bewusst. Also, ja. So, Wiki Documentations. Okay, kann ich einmal bitte alle Ihre Dokumente mal haben, um einen Check mal zu machen? Vielen Dank, ich bin gleich wieder da, ich mache immer einen Check. So. Okay, was haben wir denn hier noch? Okay, der hat keine Insurance. Die ist abgelaufen, der hat auch wieder keinen Führerschein, oder? Nee, das ist ja der Schwarze, oder? Also nicht Negativ-Command. Ja. Das ist der Schwarze, das ist... Warte, wie heißt der? Fred Olsen. Olsen. Okay, Fred Olsen. Okay. Ja, ich werde dir auf jeden Fall halt eine Speeding... Strafwert geben, 10 bis 15 km/h. Oder MPH. Das sind ja MPH in Amerika. So, mehr bekommt ihr dann auch nicht. Ich werde hier aber nochmal fragen, ob der irgendwas getrunken hat. Das werde ich ihn auf jeden Fall fragen. So, okay. Haben Sie denn irgendwas so getrunken halt während der Fahrt? Ach so. Okay. Wie viel haben Sie denn getrunken? Ach so, ja, also. Das ist schon sehr wichtig, so. Ja, also. Seit wann haben Sie denn mal was getrunken? Also, wie lange ist das denn so her? So, why? Ja, also, bitte fragen Sie mich nicht mehr, wie das ein Quatsch. Okay. Okay, warten Sie mal. Nehmen Sie bitte einmal den Breathalyzer. Ich mache immer einen ganz kleinen Check mal mit Ihnen. Okay, der hat wohl getrunken. Bitte kommen Sie einmal aus dem Fahrzeug hier mal raus. So, kommen Sie mal bitte am besten mal hier rechts an die Seite. Hinter mein Fahrzeug. So, eigentlich sollten wir vor sein Fahrzeug gehen, aber egal. So, ich werde Sie einmal untersuchen halt, ganz kurz, ob Sie irgendwelche Waffen oder Drogen oder so mit dabei haben. Also immer damit mal zufrieden sein. So, jo. Was haben Sie denn? Ein bisschen... Powder, Pepper Spray. Okay, Pepper Spray ist ja noch okay, so. Kann ja eine Person ja mit dabei haben, aber was denn das? Was ist das für ein braunes Pulver? Equity Investigation. Wo? Surgery, so, the weapons? Drugs. Okay. Okay, was denn das denn für ein Equity
Nein, ich habe die nicht einfach so gerade in die Hosenkarte gesteckt. Okay, wo haben sie verdammt nochmal diese Drogen her? Okay. Also von einem Guy. Okay, also er hat gerade schon mal so gesagt, dass es auf jeden Fall Drogen sind. Dann werde ich mit ihm einen Drug-Swap-Test mal machen. Wird auf jeden Fall Traffic Stop, Stay 2 auf jeden Fall schon mal. So, alles negativ, okay. Ich nehme sie aber immer ganz kurz vorzeitig hier mal fest. Aber die Sache ist, ich brauche nämlich ein normales Einsatzfahrzeug, weil ich kann hier vorne an meinem Fahrzeug keine... Oder kann ich das hier sogar machen? Ne, bei mir geht das hier nicht, ne? Ne. Okay, einer hat mir gerade geschrieben. Na egal. So, guten Tag, Kollege. Bitte warten Sie hier immer. Ich mache ganz kurz immer einen Nikotin-Test. Da, weil das kann ich nämlich nicht machen. Nikotin-Fehltest. Okay, ja, das Ding immer, das testen wir hier immer auf. Was ist das überhaupt? Ach, Marihuana. Okay, Marihuana sind auf jeden Fall negativ. Okay, auf Kokain auch negativ. Heroin ist auch negativ. Okay, auch negativ. Das hatte ich ja gerade schon. Okay. Testen wir das hier nochmal. Müsste Fentanyl, okay, und PCP nochmal. Wenn das jetzt PCP ist, dann können wir den direkt mitnehmen. Alles negativ, okay. Anscheinend sind das dann doch. Keine Drohung. Okay, dann kann ich den wieder von seinem Fesseln wieder befreien. Anscheinend sind das dann wirklich keine Drohung. Okay, dann tut's mir leid, Sir. War auch nur eine vorläufige Festnahme. Alright. So, okay. Also, ich gebe ihnen immer ihr Ticket. Ich kann das Ticket nicht mehr geben. Nice. Ich mache noch einmal ganz kurz einen Pet-Check. Ich weiß nicht, ob mir das irgendetwas bringt, weil ich habe ja Computerlight. Ja, okay. Das ist ja gut. So, warten Sie hier mal. Ich habe doch jetzt mein Ticket doch für den Typen doch hier gehabt, ne? Speeding. Wo ist hier Speeding? Ja, hier. So, okay. Da gebe ich denen das hier mal. Warte mal, kann ich Ihnen das nicht so in die Hand geben? Muss der? Nein, Kollege. Ja, warten Sie mal, kommen Sie mir mal immer von der Straße mal hier runter. Gehen Sie am besten hier mal wieder hier in Ihr Auto. Driver Seat. Ja, okay. Ja, Bro, come on. Ja, okay. Ich sag jetzt einfach mal, der hat sein Ticket gerade mal bekommen, weil ich habe gerade ein paar Probleme damit. Okay, danke schön, Kollege. Du bist dismissed. Ah, einfach gegen, über den Fuß von den Kollegen gerade gefahren. Aua. Okay, Code for Dispatch. Code for... Weiß irgendwie nicht. Also. Ja, oh, okay, da ist noch ein kleiner Raser. Ja, okay, Leute. Also, ich würde einfach mal sagen, das war's dann mit der heutigen LSBDFA-Folge. Ich würde mich dann einfach mal verabschieden. Ich weiß irgendwie nicht, bei diesen ganzen Traffic-Stops und so, da bin ich irgendwie so. Also, nicht schüchtern oder so. Also, schüchtern ist es nicht, aber irgendwie so nervös. Weil klar, alles ist irgendwie so auf Englisch. Also, mein Englisch ist schon echt gut, aber diese Übersetzung, Alter. Also, ist es schlimm, wenn. Alter, jetzt rasen natürlich alle, ne? Wenn ich gerade die Aufnahme beenden will. Naja, ist ja auch egal. Also,
gerade bei diesen englischen Sachen so, ich kann das eigentlich wirklich ganz gut und ich kann mich auch mit den Leuten so und also ist ja nur die KI so unterhalten, aber ich habe da irgendwie bei der Übersetzung so ein paar Probleme. Also schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob ich das übersetzen soll überhaupt. Ey, bleiben Sie im Auto. Shots fired. Code 99, Unit needs immediate backup near Marietta Heights. Na klar, Alter, jetzt nochmal hier zum Ende. Okay, dann endet die Folge jetzt doch nicht. Ja. We need a medic here. Show me on a traffic stop at US Road 20. Okay, was ist denn das hier überhaupt für eine Person? Ja, wir stoppen hier eh mal. Okay, ja, ich brauche hier ganz schnell mal einen Medic. Ambulance, assistance required on Del Perro Freeway. Keep your eyes peeled. Alter, ey. Die kommen einfach aus dem Gebüsch. Also komm schon, CPR. Ja, komm. Ah, Mann, ey. Auf jeden Fall, ich habe da jetzt ein paar Probleme mit der Übersetzung. Also, wie schon so oft halt gesagt. Aber es dürfte wohl besser sein. Also schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob ich das wirklich machen muss, weil es ist ein bisschen anstrengend, sage ich mal so. Ja, Leute, hallo. Stopp, 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 stopp. Hallo? Okay. Ja, super, ey. Chaos, Chaos, Chaos. Request Tow Service. Flatbed. Den hier auch nochmal. Del Perro Freeway. Ja, Notarzt kommt ja eh schon. Naja, so, ja, lasst ein Abo da. Wenn ihr diesen Kanal feiert, einfach mal Abo da lassen halt. Glocke aktivieren, liken, damit ich auch sehe, dass euch diese Videos hier mal gefallen. Und vergesst nicht bis zum Ende zu schauen, weil da wird euch, werden euch nochmal andere Videos angezeigt. Und ja, ich hoffe, euch gefallen auch die Videos, denn bei mir bei der Aufnahme, ich weiß irgendwie nicht, die Aufnahmen, die sind irgendwie so random immer wieder. Und ja, ich würde einfach mal sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Und was ist das wieder für eine Abendmoderation? Alles klar, also ciao.